Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade. Heute haben wir eine nicht so digitale, also digitale Folge, sondern eher schon analog. Ja, nicht wie ihr es von uns gewohnt seid, zeigen wir euch dieses Mal Tipps und Tricks am Mac, Windows oder am Unix-Rechner, sondern es geht um Hardware, die man sogar tragen kann. Wobei diese Hardware eher soft ist, weil es geht um Taschen und Rucksäcke. Wir haben da ja vor kurzem eine Umfrage gemacht und was war denn das Ergebnis von dieser Umfrage? Ja, es ist wohl so, dass sie unsere Zuschauer nicht richtig entscheiden konnten. Deswegen haben sie sich so ungefähr gegenseitig aufgewogen. Und warum sollen wir uns entscheiden, wenn es schon das Publikum nicht schafft? Darum zeigen wir euch Taschen und auch Rucksäcke. Wir haben ein paar Firmen angeschrieben, um Testexemplare zu bekommen. Crumpler wollte zum Beispiel scheinbar nicht, dass wir ihre Sachen testen, ist in Ordnung. Und deswegen haben wir von vier verschiedenen Firmen, Taschen und Rucksäcke heute, die wir uns mal ein bisschen genauer angeguckt haben. Und wir haben uns trotzdem nur 6 ausgesucht, die wir da vorstellen wollen, weil ich meine, Zeit ist Geld und die anderen haben wir nicht. Die anderen haben wir einfach verbrannt. So macht man das heutzutage, wenn man Pressevertreter ist. Gut, die erste Tasche ist die Book Mamba Catch. Ich hole sie hier mal aus dem schwarzen Hintergrund. Tada! Eine ganz hübsche Tasche. Allerdings hat dieses Modell, das wir jetzt bekommen haben, einen Nachteil. Es geht nur für 13 und für dieses Modell ist nur für 13 Zoll Notebooks und ich habe einen 17 Zoll, Tino hat einen 15 Zoll Notebook. Da wird es ein bisschen schwierig. Schon trotzdem ein bisschen traurig, weil ich finde sie sehr schön. Vor allem schön finde ich hier diesen kleinen Mund da vorne. Hätte ich dann immer, wenn ich mein Notebook drin hätte, so: Hallo, ich bin ein Notebook. Ja, vielen Dank dafür. Nachdem wir zwei die nicht testen konnten, haben wir uns jemanden gesucht. Den haben wir gleich auch per Skype da, deswegen stecke ich mir schon mal so einen Knopf ins Ohr. Das ist der Matze, der hat einen 13 Zoll MacBook und der hat die Tasche mal ein paar Wochen getestet. Und ich mache mal ein bisschen noch den Ton leiser. Und der ist jetzt live per Skype zugeschaltet. Willkommen, Matze. Hallo. Du hattest jetzt die Mamba Catch eine Zeit lang zum Testen. Wie findest du denn die Verarbeitung von der Tasche? Also die Verarbeitung finde ich eigentlich sehr gut, sehr robust verarbeitet. Und trotzdem ist die Tasche eigentlich, wenn sie nicht beladen ist, sehr leicht. Das ist sehr positiv eigentlich. Was waren denn so die typischen Sachen, die du in der Tasche dabei hattest? Ja, zunächst einmal mein MacBook. Und halt das Zubehör fürs MacBook, also sprich Kabel, eine Maus, Kleinigkeiten wie ein USB-Stick noch. Das sind so die größten Teile und dann noch ein iPad mit einem Kabel und das und auch noch Kleinzeug dafür, Kamera Connection Kit und solche Sachen. Und noch ein paar Kabel und ein paar Kleinteile, USB-Stick und so weiter. Wäre denn da noch Platz gewesen, zum Beispiel für eine Wasserflasche oder sowas in der Art? Nein, auf definitiv nicht. Auch zum Beispiel ein Laptop mit einer Kamera zum Beispiel, also eine Spiegelreflexkamera, würde auf keinen Fall reinpassen. Also nicht so, dass man es dann guten Gewissens auch gut geschützt mitnehmen kann. Also für alle Gadgets bis auf Spiegelreflexkameras ist es geeignet? Also mit dem iPad und dem MacBook hat sich das sehr gut vertragen. Das war aber auch kein Problem. Allerdings, wenn man den Bildern Glauben schenkt, die da im Internet zu hätte, dann wird man enttäuscht, weil das ja alle Fächer sehr vollgestopft auf den Fotos und so funktioniert das nicht. Du hast jetzt schon die Internetseite angesprochen. Wenn ich da ein bisschen genauer hinschaue, dann sehe ich, der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 129 Euro. Würdest du dir selber die Mamba Catch für den Preis kaufen? Also ich würde mir es wahrscheinlich für den Preis nicht kaufen, weil ich es nicht ständig bräuchte und ich denke, das macht bei dem Preis wirklich nur Sinn, wenn man es auch wirklich braucht und auch längere Reisen damit macht. Also es ist ja die Möglichkeit vorhanden, das auch über einen Trolleygriff zu transportieren und das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert, aber ich denke, das wird wahrscheinlich sehr gut klappen, aber für 129 Euro müsste ich es eigentlich viel öfter brauchen, dass ich das dann noch machen würde. Oder bezahlen würde. Du bist also nicht der große Geschäftsreisende. Hast du denn die Tasche nur am Gurt getragen oder auch mal den Tragegurt entfernt und sie dann über den Handgriff getragen? Ja, das habe ich auch gemacht.
da muss man sagen, das ist mir sehr positiv aufgefallen. Der Tragegriff sowohl als auch der Gurt waren sehr angenehm zum Tragen. Und der Tragegriff ist sehr gut gepolstert, auch wenn die Tasche wirklich vollgestopft ist und dann schon wirklich schwer ist, kann man die ganz lange eigentlich in der Hand tragen, ohne dass es unangenehm wird. Also das war wirklich positiv. Und wie ist jetzt so dein genereller Gesamteindruck? Also ich denke, dass die Tasche wirklich das Geld wert ist. Wie gesagt, 129 Euro oder knapp 130 Euro ist durchaus nicht unerheblich, aber das ist das Geld durchaus wert. Die Verarbeitung ist sehr gut. Der Schutz innen drinne der Geräte oder des Laptops ist auch sehr gut. Also das ist eigentlich wirklich positiv. Also das. Gab es denn irgendwelche Sachen, die dir gar nicht gefallen haben an der Tasche? Ja, also wie gesagt, was ich nicht so gut fand, war, dass man halt im Prinzip gucken muss, welche Taschen belädt man oder wo steckt man was rein, und andere Fächer fallen dann im Prinzip auf. Ja, also wenn ich jetzt innen drinne in das Netz meine Netzteile reinstecke, dann kann ich von außen im Prinzip die Tasche, die da vorne drauf ist, nicht mehr benutzen. Also da kriege ich noch nicht mal mit Ach und Krach vielleicht einen Führerschein rein, aber das war's auch. Und genauso ist es eigentlich auch bei den Seitentaschen. Ich habe, wenn ich nur das MacBook reinstecke, ist die Seitentasche im Prinzip schon so gespannt, dass es schwierig wird, das iPhone da reinzustecken beispielsweise. Oder in iPod. Also das wird schon schwierig dann. Also man muss wirklich genau gucken, wo steckt man irgendwas rein, und wie gesagt, andere Taschen fallen dann im Prinzip aus. Also zusammengefasst, du kannst die Tasche für jeden empfehlen, der sowas braucht, oder sind 129 Euro einfach zu viel? Muss man sich halt gut überlegen. Ich denke, das wird auch jeder nach seinem eigenen Haushalt entscheiden, ob ihm das dann das wert ist, auch wenn es nicht so oft braucht. Mir wäre es jetzt zu viel, aber ich habe mir schon überlegt, also wir werden jetzt in der Firma demnächst einen 13 Zoll Laptop uns anschaffen, kein MacBook zwar, aber einen 13 Zoll Laptop, und da werde ich drauf zurückkommen, eventuell auf die Tasche, also für die Firma. Super, vielen Dank. Wo können die Leute dich denn finden im Internet? Also wenn sie jetzt sagen, oh, das hat mir gefallen, wo kann ich denn diesen sympathischen Mann verfolgen? Ja, zum Beispiel bei Twitter, eigentlich hauptsächlich bei Twitter unter Matze13 bin ich da unterwegs, und wer mich da verfolgen möchte, kann das gerne tun. Super, vielen Dank an dich, Matze, und wir machen dann mal weiter mit den anderen Taschen. Gerne. Tschüss, macht's gut. Ciao. Gut, danke, Matze. Ich hoffe, ihr habt ihn gehört. Der Tino hat ja ein bisschen viel Lärm gemacht vor diesem Mikrofon. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so laut ist, aber das, ja, ich denke, das ist machbar. Gut, das war jetzt die Mamba Catch-Tasche. Ich hab sie einfach mal weggeschmissen. Das ist in Ordnung, die hält es aus. Die ist doch schon recht robust, wie sieht zumindest so aus. Und jetzt haben wir eine Umhängetasche gehabt und jetzt haben wir einen Rucksack. Genau, den Rucksack, denn der hat eine kleine Geschichte zu erzählen. Oh ja. Vor langer, langer Zeit, das ist über 3 Jahre her, waren wir mal auf der, wie heißt es? MacLife Expo, genau, in Köln. Und dort gab es unter anderem eine relativ kleine Messe, aber sehr, sehr nette Taschenhersteller. Und mit viel Glück konnte man da eine Tasche gewinnen, zum Beispiel, wenn man so ein Drehrad dreht. Und so viel Glück hat der Basti da mitgebracht. Yeah. Und seitdem habe ich diesen Synergy-Rucksack, Swissgear, Wenger Swissgear. Also Wenger, das sind die Leute, die die ganzen Schweizer Messer machen. Den Wenger Giant zum Beispiel, der das Taschenmesser mit radioaktivem Nuklearreaktor drin. Da ist in dem Giant ist sicher die Tasche auch mit drin. Also das ist, denke ich, das Mindeste, was man erwarten kann. Mit Sicherheit. Und, wie viele Fächer der auch hat. Also wenn man da keinen Nuklearreaktor reinbringt, ja, dann mit Sicherheit einen, wie nennt man das, einen Partikelbeschleuniger. Auf jeden Fall. Die Schweizer sind da ganz groß im Vorreiter. Genau, und Swissgear macht hier so ein bisschen mehr so Notebook-Travel-Kram. Und ich habe den Rucksack jetzt seit 3 Jahren. Der sieht auch schon ein bisschen benutzt aus, oder ich weiß nicht, wie lang es ist. Dafür, dass ich ihn aber jeden Tag hergenommen habe und in die letzten paar Wochen jetzt auch, obwohl es ein 15-Zoll-Rucksack war, mein 17-Zoll-Notebook drin mit mir rumgetragen habe, hat es sich eigentlich doch recht gut gehalten, ist sehr, sehr stabil, hat hier hinten ein extra Notebook-Fach. Ich mach das mal auf. Ich weiß, diese Rucksäcke sind ein bisschen laut jetzt hier auf dem Mikro, das tut mir sehr leid. Also es ist so ein extriges Rucksackfach. Ich überlasse das mal hier dem Handmodel.
Das, ich habe echt gut, dass ich meine Fingernägel gestern noch geschnitten habe, sonst würde ich mir jetzt hier voll bloßstellen. Das ist ja gut, dass du das dann machst und nicht ich. Also man hat eine extra Rucksacktasche, eine extra Notebooktasche, wo das Notebook rein kann. Und man kann es auch nochmal extra verschließen in so einen Clipser rein. Selbst der Notebooktasche sind noch so Kleinigkeits... Fächerchen für irgendwelche Sachen. Dann gibt es eine Tasche, wo man zum Beispiel einen MP3-Player reinpacken kann. Da ist so ein extra Inlay drin, wo man den MP3-Player auch dran festmachen kann. Und es gibt hier dann auch gleich noch so ein Loch raus, wo man einen Kopfhörer rauslegen kann. Heutzutage, wo natürlich MP3-Player und Telefon dasselbe Gerät sind, ist ein bisschen schwierig. Also damals, vor 3 Jahren, als ein MP3-Player noch so groß wie ein Panzer war, da hat sich das auf jeden Fall rentiert. Heute ist es halt eine nette Tasche, da kann man Kopfhörer reinschmeißen, da kann man halt auch mal, wenn man noch einen iPod hat, den da auch einfach reinwerfen. Und wenn man dann mehr Platz braucht, dann findet man auch eine Seitentasche, wie der Tino uns gerade zeigt. Da geht im Zweifel so eine Wasserflasche rein, da gehen aber auch, gehen alles mögliche rein. Wasserflaschen kann man auch hier an der Seite in diese Netze reinklemmen. Das ist sehr cool, weil die sich nach außen erweitern, das heißt, man büßt keinen Innenplatz drin ein. Wo wir über Innenplatz reden, da ist eine Riesenmenge Platz drin. Tada. Man hat nochmal ein extra Dokumentenfach, das ist hier. Es gibt einen Kabeldurchlass in das kleine iPod-Fach. Ganz einfach, weil aus dem großen Fach hier wie wir hier sehen können, wo mein Finger rauskommt, der Kopfhörerausgang rauskommt. Das Ganze, oder was? Nee, das ist nur, wo der Metallgriff befestigt ist. Der Boden ist gepolstert, das heißt, wenn da jetzt mal eine Kamera noch drin liegt oder irgendwas, dann geht die nicht sofort kaputt. Man bekommt aber sonst einen Haufen Zeug rein und so Kleinteile kann man dann beispielsweise einfach hier in dieses Netz packen. Und also da geht eine Menge rein. Sozusagen ist das die Computertasche der Frau, denn es hat so viele Fächer, dass man dann mit Sicherheit länger als einen Anruf braucht, bis man das Telefon gefunden hat. Normalerweise hat man das Telefon in der Hosentasche. Ja, aber doch eine Frau nicht. Ach so. Welche Hosentasche sind die denn? Natürlich, ja gut. Recht. In der Leggings passt doch, wie das auch ausschauen würde, wenn es plötzlich da so aus dem Bein rausleuchten würde. Die sollten das, ist mal so, dass eine Tasche in den Stiefel machen. Das wäre gut. Ja. Also, Karl, wenn du uns zuschaust, mit Herr Lagerfeld, wir stehen Ihnen da gerne für weitere Beratung zur Verfügung. Ja, auf jeden Fall. Ich ziehe extra noch den Stehkragen jetzt für dich an, Karl. Da kann ich das natürlich nicht mithalten. Oh, sehr, sehr, sehr gut. Weiße Krawatte fehlt leider noch. Schade. So nehme ich dich nicht ernst. Nicht, dass ich das sonst tun würde. So, des Weiteren gibt es ganz vorne eine Tasche. Da gehen wir mit einem Kompartiment für Stifte, für Ricola Kräuterzucker. Der geht da besonders gut rein. Ist leider keiner mehr drin. Moustache. No, ich habe schon. Hier, Moustache. Zwischendrin gibt es auch noch eine Tasche, die der Tino jetzt einfach übersprungen hat. Da kann man einfach Mist reinwerfen. Hier, das finde ich ganz nett, das ist so ein kleiner Haken, da kann man einen Schlüssel dranhängen, wenn man das denn möchte. Hey, hallo da. Das heißt, man muss ihn nicht immer in der Tasche mit sich rumtragen, in der Hosentasche mit sich rumtragen. Bin ich vorbereitet, sag mal. Nicht schlecht. Es gibt hier so eine ganze Menge so kleiner Kompartements, auch nochmal eine extra Handytasche. So ein Siemens M35, das es vor 48 Jahren gab, das passt da auch locker rein. Mit einem echten Telefon wird es ein bisschen schwierig, aber das echte Telefon passt oben in die iPhone-Tasche. Und abschließend gibt es ganz vorne nochmal so ein kleines Täschchen. Das Einzige, was bisher in diesen 3 Jahren kaputt gegangen ist, ist so eine Niete. Hier ist so eine Niete rausgefallen. Allerdings haben die nur eine kosmetische, sagt man das, so eine kosmetische Funktion? Also eine optische Funktion. Wenn du das sagst. Sie sollen einfach nur toll aussehen, das heißt, die ist rausgefallen, das tut also nicht weh. Grundsätzlich bin ich sehr, 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 sehr überzeugt von dem Rucksack. Er kostet auch nur 50 Euro. Finde ich gut. Er hat noch einen Tragegriff oben, der mit so einem Stahlhelm drin. Nein, das Stahlseil. Richtig. Und er wirkt ein bisschen. Also wenn ich jetzt anfasse im Vergleich mit der Mamba Catch, die ich gerade hatte, wirkt er nicht so hochwertig, aber es hat sich jetzt rausgestellt in den letzten Jahren, dass er das eigentlich schon ist. Also, und man hat da immer ein Schweizer Logo auf dem Rücken, das ist natürlich besonders toll. Da ist man immer das wird nur überfallen und das Nummernkonto geklaut. Das ist gut, oder zur Not könntest du da auch einfach CDs reinlegen mit Steuerhinterziehern. Das kann man natürlich auch machen. Also im Grunde, ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, 3 Jahre benutzt. Wird jetzt etwas obsolet durch mein 17-Zoll Notebook. Was ich noch dazu sagen möchte, er ist natürlich am Rücken gepolstert und
wie gesagt, ich habe den sehr, sehr oft benutzt und diese Polsterung hat nicht, also bei, ich hatte schon vorher mal einen Rucksack, der etwas günstiger war und da hat sich dann dieses Polster aufgelöst, auch an den Trageriemen. Naja, tut der nicht. Finde ich ganz toll. Und ich glaube, das ist das, was man dazu sagen kann. So viel zu diesem Rucksack und jetzt kommen wir zur nächsten Tasche. Ja, die suche ich mal kurz, also ich bin mal weg. Also es geht um das, es geht wieder um was vom Book, das Taipan Slim Case. Und jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Also ich bin mir sicher, dass es die Taschen auch in verschiedenen Farben gibt. Wenn ihr jetzt sagt, das ist ja hier alles so trist, schwarzer Hintergrund, schwarzes Oberteil und was soll das, dann gibt es die mit Sicherheit auch in anderen Farben. Aber was viel wichtiger ist als andere Farben, ist, ich habe das mir nicht alleine angeschaut, sondern wir haben eine Person aus Österreich eingeflogen, die sich darum gekümmert hat. Hallo Gerrit. Servus. Du hast dieses kleine Täschchen mit dir rumgefahren jetzt. Ja, ja. Wie lange hast du es benutzt? Ich benutze jetzt seit 1,5 Jahren und funktioniert grandios für so Reisen unterwegs. Echt eine gute Laptoptasche. Und du hast jetzt ein 13 Zoll MacBook Pro? Eigentlich 15 Zoll, aber das ist okay. Das ist eine 15 Zoll Tasche? Das ist eine 15 Zoll Tasche. Alles klar. Warum habe ich dann keine bekommen, verdammt nochmal? Ich bin der Einzige, der nur mit diesem Rucksack rumläuft. Ist ja auch egal. Was kannst du der Tasche sagen? Wie viele Fächer hat sie? Zeig uns doch mal sie ein bisschen was. Zwei unter Anführungszeichen Hauptfächer. Wir haben hier hinten für den Laptop. Die hat auch gleich gute Polsterung hier. Braucht man keine Hülle mehr für den Laptop. Das ist hier gleich gut ausgepolstert. Und dann haben wir hier ein zweites Fach, das schaut jetzt nicht so spannend aus, aber hier kann man zum Beispiel iPad oder Notebook-Ladegerät, Notebook-Kabeln, USB-Kabeln, Festplatten, hier kann man alles reinwerfen quasi. Und dann haben wir hier vorne noch, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht hier, so ein paar kleine Kabel mit Fächern, mit so Unterordnern hier, wo man so Stifte oder so Kleinigkeiten reingeben kann. Hier auf der anderen Seite genau dasselbe. Kann man zum Beispiel eine Kamera oder SD-Karten oder was auch immer hineingeben. Also vom Design her ist sie ja so, würde ich mal sagen, die klassische Notebook-Tasche. Genau, wie man das kennt, so früher, als wir noch alle mit unseren Windows-Notebooks rumgelaufen sind, die von IBM hergestellt wurden. Genau. Hast du irgendwelche Probleme gehabt in der Zwischenzeit mit der Tasche jetzt? Es gibt eigentlich keine Probleme, sie ist halt im Platz ein bisschen begrenzt, also Laptop und iPad und Ladekabel für den Laptop okay. Geht sich aus, mehr ist halt einfach nicht drin und von der Größe her, also Spiegelreflexkamera oder so, kannst du da nicht an. Also was mir sehr gut gefällt an dieser Tasche ist diese Wabenstruktur und ich vermute ganz stark, auch wenn ich sie nicht getestet habe, dass sie wasserfest ist. Das heißt, ich würde jetzt nicht damit schwimmen gehen in der Isar oder raften, aber wenn du mal den einen oder anderen Schauer auf dem Festival hält sie wahrscheinlich schon stand. Ohne dass man das Notebook in Kondom stecken muss. Ohne Kondom, also es ist ganz, ganz ideal, wenn es wirklich regnet, weist das echt ab. So kann man sagen. Nicht ganz billig ist sie allerdings. Nicht ganz billig, ja. Wir haben nachgeschaut, der aktuelle Preis liegt bei Amazon für diese Medium Case für 76,50 Euro. Genau. Sagst du, das ist es Geld wert oder hast du es irgendwann mal bereut, dass du nur so eine kleine Tasche hast? Also, wer eine Laptop-Tasche sucht für 15 Zoll Notebook und noch ein bisschen was anderes mit sich herumführt, ist die Tasche sicher ideal, weil sie einfach nicht zu groß ist. Es ist einfach der Laptop und so und deswegen also für mich eine absolute Empfehlung. Super. Ja, Gerrit, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit. Wie gefällt es dir so, vor der Kamera zu stehen? Ideal. Ist perfekt. Ich gehe jetzt wieder nach hinten. Ist ein bisschen so wie in Österreich, da wird man auch die ganze Zeit gefilmt. So, dann schauen wir uns das Case nochmal ein bisschen an. Jetzt haben wir hier noch. Mein Operator gibt mir merkwürdige Zeichen, aber das ist mir eigentlich auch egal. Oh, nicht schlecht, das heißt, ich muss nochmal tiefer in die Tasche greifen. Also tief, ich kriege da beide Hände rein. Und wenn ich mich richtig anstrenge, dann kriege ich die Hände auch wieder raus und den Kopf mit rein. Und dann kann ich hier noch durchschauen. Es ist sozusagen auch für eine Polizei geeignet, die jetzt in einem dritten Weltland lebt und keine Fesseln hat und auch keinen Kopfschutz. Dann kann er zu rumlaufen. Natürlich auch für unsere islamistischen Mitbewohner ist es mit Sicherheit nicht schlecht, weil er kann seine Frau einfach in der Tasche verstecken und sie kann trotzdem noch rausgehen. So viel dazu. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich in aller Form im Namen von Digital Upgrade für diese Entgleisung.
So, die nächste Tasche. Da gibt es eine Geschichte zu erzählen. Diesmal erzähle ich deine Geschichte. Wir waren immer noch auf dieser selben Messe in Köln, auf der MacLife Expo. Ich habe ganz nasse Augen vor lauter Lachen. Und mittlerweile hat jeder was gewonnen, nur ich nicht. Genau, dann gehen wir, also wirklich, es gab Preise überall zu gewinnen. Ich habe noch so einen Turbo H264 Stick gewonnen und alles mögliche. Tino nichts. Und dann gehen wir an so einem Stand vorbei mit so einer kleinen Kamera in der Hand. Dann kommt so ein gut gekleideter Mann mit Anzug auf uns zu, mit einem Rucksack in der Hand und sagt, hey, ihr macht einen Podcast? Also ja, hier, ich schenke euch diese Tasche und gibt's dem Tino in die Hand. Perfekt. Und ihr könnt ja, wenn ihr wollt, mal drüber reden. Müsst ihr aber nicht. Hol mal die Tasche. Hol doch bitte mal die Tasche. Die ist von der Firma Tech 21. Das ist eine britische Firma. Und dieser Rucksack ist so ganz anders als der bisherige Rucksack. Also es ist keiner, wo man seinen halben Kühlschrank reinstecken kann, sondern es ist ein Notebook-Rucksack und er hat was ganz Besonderes. Genau, dieser Notebook-Rucksack, den habe ich jetzt auch seit drei Jahre und noch was im Betrieb. Und das Besondere an diesem Rucksack ist nicht zum einen, dass er dünner ist als alle anderen Rucksäcke und weniger Fächer hat, sondern er ist konstruiert für 15 und 13 Zoll Notebooks. Und er hat, wenn man hier, man kann die Klappe komplett öffnen. Das ist das Mikrofon. Das Mikrofon darf ich natürlich nicht verdecken. Hat man hier dieses sogenannte LIPS-System, das heißt Laptop Impact Protection System. Und was dieses System macht, man kann sozusagen seinen Laptop hier reinschnallen in diese Kiste und dann ist er losgelöst von dem eigentlichen Untergrund. Und dieses in Kombination mit einem sehr steifen Rahmen bringt den großen Vorteil, dass wenn das Notebook mal aus einer größeren Höhe auf den Boden fällt oder man das Teil im Rücken hat und einfach mal wieder sinnlos durch die Tür läuft und gegen die Wand knallt, dass eben dem Notebook nichts passiert. Also es ist in jeder Lebenslage perfekt geschützt sozusagen. Zu viele Sachen darf man leider nicht mitnehmen. Es hat hier drin so ein kleines Innenfach, wo man jetzt irgendwie Treiber-CDs oder... Ist klar! Oder Unterlagen mit sich rumschleppen kann, wie ich das hier schon mal vorbereitet habe. Wenn man jetzt ein Ladegerät und so mitnehmen will, geht das noch rein? Das Ladegerät geht auf jeden Fall noch rein, vor allem wenn es ein hübsches Ladegerät ist, wo das Kabel direkt mit dem Ladegerät verschmilzt. Sollte man so ein riesen Netzteil mit sich rumschleppen wollen, würde ich empfehlen, lieber hier vorne die Öffnung zu verwenden. Wenn man so einen Gerricom-Hammer hat, wo man so einen Dieselgenerator mit sich rumtragen muss? Also der Dieselgenerator findet auch gerade noch Platz da drin. Sehr gut. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann an den Fusionsreaktor geht, muss ich sagen, da wird es knapp. Da aber dann nimmt man den Swinger Giant Messer mit, da kann man den einfach anschließen. Das ist perfekt. Sehr gut. Dann hat man hier vorne noch auch eine relativ große Tasche. Ja, das sieht natürlich alles, weil der ganze Rucksack so schmal ist. Aber die ist sehr strapazierfähig und auch ausdehnbar. Man bekommt dann hier seinen iPod Shuffle unter. Hier kann man seine Visitenkarten reinstecken, gerade unterwegs, ein paar Stifte oder Autogrammkarten für manche von uns. Hier siehst du mal, es gibt noch Treiber-CDs. Also man kann hier auch gute Applikationen drin verstecken oder Stifte, mit denen man auf dem iPhone rummalen kann. Und dann hat man hier noch so etwas größere, oder so man sagt, wie kann man das nennen? Ich sehe gar nicht, was du meinst. So kleine Taschen mit Neopren. Oh. Ja, das ist alles Neopren, alles wasserabweisend. Und da kann man dann halt noch Sachen reinstecken, die man auf dem schnellen Zugriff braucht. Für sich ein iPhone oder ein Handy oder ein Nexus One. Also irgendwas in dieser Art. Oder eine Milchschnitte. Und, ja, eine Milchschnitte ist auch nicht schlecht. Wie interessant ist, was denn da? Jetzt habe ich endlich die Maus. 5 Dollar Maus Gerät wieder gefunden. Sehr schön. Also der Rucksack ist sehr zu empfehlen. Hat das hier irgendeinen Sinn? Man kann hier das abmachen. Ja, also das hat so ein spezielles Feature. Ich weiß zwar nicht, wofür es gut ist, aber man kann wahrscheinlich... Wir haben gerade auch wieder voll aufs Mikrofon geschlagen. Überkreuz machen. Es tut uns sehr leid. Also das Einzige, was ich nicht weiß, was ich damit machen soll, die Verarbeitung ist sehr hochwertig. Es ist alles schön gepolstert auch. Auch obwohl es hier nur genäht ist, doppelzeitig. Ah, nein, das kann man, glaube ich, hier aufmachen. Siehst du? Ja, man kann diese Dinger nicht raus. Die sind einfach. Machen sie abschneiden. Ja. Festgemacht. Genau. Das Einzige, man kann die Tragegurte nicht abnehmen, aber ich meine, es ist ja auch ein Rucksack. Also auch bei dir, du hast den jetzt auch schon eine Zeit lang benutzt. Auch bei dir ist das Rückenpolster nicht irgendwie durch. Auch die Arme sind noch relativ gut. Man sieht zwar schon die Gebrauchsspuren. Also Tino hat das tatsächlich benutzt eine ordentliche Zeit lang seitdem.
Ich glaube, ich habe das immer dabei gehabt. Das hat mich auf jeder Reise begleitet. Ich habe keine Probleme gehabt. Ich hatte zwischenzeitlich mal Angst, dass irgendwann mal hier der Reißverschluss nicht mehr geht. Aber oh, man kann jetzt ist einfach nicht mehr. Der Reißverschluss ist ja auch abschließbar. Man könnte es immer noch mal in der kleinen Kamera zeigen. Da ist hier so zwei so kleine Ösen, die ineinander greifen. Und dann kann man hier absperren. Also sehr, sehr zufrieden. Und vor allem für diesen Preis von nur 50 Euro ist es auf jeden Fall eine Kampfansage an alle globigen Riesenrucksäcke. Man muss jetzt eines dazu sagen, das ist, wie gesagt, eine britische Firma und bisher ist es sehr, sehr schwierig, den Rucksack bei uns zu bekommen. Es gibt einen Webshop, der den angeblich hat, Lieferzeit irgendwie 1 bis 2 Monate. Der Hersteller hat uns gesagt, es soll ihn demnächst auch bei Pixmania geben. Das Problem ist, Pixmania kann ich persönlich leider überhaupt nicht empfehlen. Ich würde lieber mit einem Boot nach Amerika paddeln und um den Rucksack dort im Schwarzmarkt zu kaufen, als bei Pixmania jemals wieder einzukaufen. Vielen Dank, Pixmania Kundensupport, das habt ihr euch verdient. Also solltest du vielleicht dann doch lieber, wenn du mit dem Boot schon in Richtung Amerika fährst, bieg doch links vorher ab, da soll ja Großbritannien sein. Das ist sehr gut und es ist auch noch sehr viel einfacher, als bis nach Amerika zu paddeln. Aber also bei dem einen Store wissen wir es nicht genau, ob man ihn da bekommt oder nicht. Also sie geben an, dass sie ihn verkaufen. Ansonsten kann man sich sowas auch aus Großbritannien schicken lassen. Und wie gesagt, Tino sagt schon, 50 Euro ist jetzt nicht die Welt. Und naja, da legt man vielleicht nochmal einen 10er drauf und dann hat man den auch in Deutschland. Genau. Dann haben wir noch, also meines Erachtens ist es das Letzte, was wir... Das Vorletzte. Ich habe aber nur noch eine Tasche da. Wir sollten eigentlich noch 2 Taschen haben. Ja, ich habe nur noch eine. Wir finden wir schon. Zur Not haben wir... Zur Not denken wir uns einfach eine Geschichte. So ein paar Helferlein, die uns irgendwo die dritte Tasche... Also ich suche so lange mal die letzte Tasche raus, du kannst mal ein bisschen vorstellen. Also, die nächste Tasche, die kommt, Gerrit, schmeiß sie doch mal her, das ist die allerletzte Tasche, die verstecke ich jetzt einfach, ihr habt sie nicht gesehen. Ah ja, die. So machen das Profis. So, die vorletzte Tasche ist wieder mal ein Rucksack vom Buck, den ich getestet habe. Ich habe ja das Problem, wie schon gesagt, dass mein Wenger-Rucksack zu klein ist für das 17-Zoll Notebook und ich nehme alles mit Kerl bin. Ich habe immer gerne Spiegelreflexkamera dabei und ich habe gerne mein 17-Zoll Notebook dabei und ich habe gerne meinen Kühlschrank dabei und meine Freundin und alles. Und deswegen habe ich gesagt, ich brauche einen großen Rucksack, wo das alles reinpasst. Und Kerstin, kriegst du noch genug Luft? Nein! Und deswegen habe ich mir von Book den Boa Flow XL Rucksack schicken lassen. Gibt es auch noch in kleiner für nicht 17-Zoll Geräte. Und habe den jetzt ein bisschen länger als eine Woche getestet und jetzt schauen wir uns den erstmal grundsätzlich an. Also er hat auch wieder eine Milliarde Fächer. Also gucken wir mal hier rein. Fangen wir ganz vorne an. Da ist so ein Fach auch hier mit so einem Schlüsselclip, den man sogar abmachen kann. Ist ganz, ganz toll. Man hat so kleine Fächer, wo man auch mal eine Salbe reinstecken kann. Und also es sind hier mehrere Fächer für verschiedene Dinge. Da kann man wieder ein Handy reinstecken, da kann man einen Pass reinstecken und so weiter und so fort. Ganz oben ein Fach für einen Schnellzugriff. Das ist besonders cool für entweder für Handys oder für Kopfhörer. Also ich habe die Kopfhörer da drin gehabt. Also zumindest die Ohrhörer. Also wenn du am Flughafen bist, steckst du den Pass oben rein. Zum Beispiel. Dann musst du nicht immer ummachen. Das nächste ist hier unten, was ich sehr, sehr cool finde. Ich kippe das mal ein bisschen. Das ist ein Spiegelreflex-Kamera-Case. Also ich habe die halt immer in der Neoprenhülle, deswegen ist sie jetzt da drin, muss aber nicht. Also die geht auch hier so hochkant ganz toll rein. Hier ist es innen drin gepolstert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Das sollte man doch. Es ist unten gepolstert, es ist vorne gepolstert und es ist oben gepolstert gegenüber dem Hauptfach. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen um die Kamera machen. Und dann schauen wir jetzt mal in das Hauptfach rein, wenn wir da schon drüber geredet haben. Hat 8 Millionen Reißverschlüsse. Fängt ganz oben an mit so einer Tasche, wo man Kleinigkeiten reintun kann, an die man schneller hinkommen will, damit sie nicht irgendwo unten versumpfen. Es gehen zum Beispiel Kopfhörer rein und dann iPod-Videokabel. Hier sind wieder 2 zusätzliche Taschen für Kleinigkeiten, die man vielleicht braucht, ein Federmäppchen oder keine Ahnung, was man so braucht. Wieder so eine Dokumenttasche. Wenn man nichts unten in der Kamerahülle hat, kann man dieses Kamerakompartment einfach runterdrücken und dann hat man mehr Stauraum im Hauptfach. Aber das ist das Hauptfach, wo auch das Notebook reingeht. Nein, das Notebook hat nochmal ein extra Fach. Ah, das hat nochmal ein extra Fach. Alles klar. Das Notebook-Fach. Du kannst ja fast ein 17-Zoll Notebook mitnehmen, ein 15-Zoll Notebook und dann noch eine Kamera. Ja, ich denke, das müsste machbar sein. So, das Notebook-Fach ist hier. Hallo.
Ich bin ein Notebook-Fach. So, es ist vorne und hinten gepolstert. Da passt genau ein 17er rein. So kann man natürlich auch ein 15er rein. Das wackelt halt ein bisschen rum. Oder zwei 13er in Querformat. Oder 48 Netbooks. Gehen da rein, ist vorne und hinten, also besonders hinten sehr, sehr, sehr gut gepolstert. Also man hat nicht das Gefühl, man hat irgendwie eine Steintafel am Rücken, und auch die Polsterung zum Rest des ganzen Rucksacks ist relativ gut. Dann kommt noch was dazu. Mach den mal hier zu. Und zwar hat er zwei Seitentaschen. Da kann man jetzt beispielsweise eine Wasserflasche reinstecken. Oder zum Beispiel ein Objektiv. Hier so kleine Täschchen, da sind Speicherkarten ganz gut aufgehoben. Das gibt's auf beiden Seiten, ist auf beiden Seiten identisch. Und da haben wir die ganzen Taschen zumindest jetzt schon mal abgefackelt. Also ganz, ganz großes Kino. Ich habe eine Tonne Zeug reinbekommen und bin sehr zufrieden damit. Es hat natürlich auch einen Brustgurt. Das hat der Wenger-Rucksack übrigens auch. Beide haben verstellbare Brustgurte, wenn er mir jetzt direkt unterm Hals hängt, kann ich den einfach weiter hoch und runter schieben. Also es geht nicht ganz einfach, damit er nicht andauernd rumrutscht. Aber man kann den hier auf diesem Band, das man jetzt wahrscheinlich nicht sieht, hier auf diesem Band kann man die Halterung für den Brustgurt verschieben. Und es gibt auch noch einen Bauchgurt. Der ist zwar ganz toll, wenn man jetzt irgendwie Trekking macht oder irgendwas. Oder vielleicht auf dem Motorrad fährt. Da finde ich ihn auch toll. Aber sonst brauche ich diesen Bauchgurt nicht unbedingt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Weil, wie uns Dr. Handmodel jetzt zeigen wird, kann man auch diesen abnehmen. Und einfach hier Klettverschluss auf, Gurt abmachen und in irgendein Fach reinstecken. Und schon bin ich bauchgurtfrei, habe trotzdem noch diese Seitenhalterungen, die dann da an der Seite des Körpers lang gehen. Und somit verrutscht der Rucksack nicht. Das liegt natürlich immer darauf an, wie viel Zeug man da im Rucksack drin hat, wie schwer der Rucksack ist. Je mehr man reintut, desto mehr Sinn macht es, diese Dinger zu benutzen. Ja. Weil es ist ja so, dass die Masse das nach hinten zieht und man dann nicht mehr von diesen Seithaltern profitiert. Und so kann man sich den Rucksack halt richtig schön auch mit dem vorderen Teil an den Rücken schmiegen, um dann, egal was man da hinten drin hat, also auch wenn die Kerstin da mit hinten drin sitzt, kann man damit noch rumlaufen. Auf jeden Fall. So einen großen Nachteil hat dieses Ding. Es ist zum einen nicht leicht. Also das Grundgewicht von dem Rucksack ist, wenn er nicht gefüllt ist, schon relativ schwer. Ich würde damit also jetzt keine großen Tracking-Touren unbedingt machen wollen. Allerdings, wer mit einem Notebook Tracking-Touren macht, der hat eh nicht mehr alle Latten am Zaun. Von daher finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Also für den Tageseinsatz, wenn man mal zur S-Bahn geht oder wenn man mit dem Roller unterwegs, was halt bei mir jetzt war, unterwegs ist, ist es völlig in Ordnung. Das andere Problem an der Sache ist der Preis. Der ist nicht ganz billig. Es gibt die M-Variante für 15 Zoll Notebooks, kostet 155 Euro. Die XL-Variante kostet 173 Euro. Das wäre jetzt alles nicht so schlimm für mich, wenn ich nicht einen neuen Rucksack bräuchte und ich total begeistert von diesem Ding wäre. Ich muss mir da jetzt was einfallen lassen. Ja, ihr könnt uns ja spenden, wenn ihr wollt. Ah ja, wenn wir gerade über Spenden reden. Der Übergang war fast schon gut. Ich hab's gehört. Wir möchten uns bei all denjenigen bedanken, die bei uns auf der Webseite waren und den Flatter-Button benutzt haben. Es gibt noch keine offizielle Aussprache für diesen Begriff in Deutsch. Deswegen nenne ich ihn einfach Flatter-Button. Sehr schön. Also ist der kleine Knopf bei uns auf der Seite rechts, da drückt man drauf und dann kriegen wir da einen kleinen Obolus von dem geplanten Geld. Genau, also zugesandt. Vielen Dank an die es gemacht haben, und wenn ihr wollt, schaut nicht, irgendwie müssen wir reich und berühmt werden und uns diese ganzen tollen Taschen kaufen können. Natürlich. Die letzte Tasche, die wir zeigen wollen, die habe ich auch schon ganz lange, nämlich noch viel länger als den Wenger-Rucksack, und zwar ist es der Timbuktu Messenger. Timbuktu 2H. Wir sollten das Geld mal dafür ausgeben, dass wir einen Praktikanten haben, der die Sachen herreicht. Das gehört übrigens nicht rein. Das ist aber auch ganz toll. Das habe ich mit Absicht da reingemacht, aber da kommen wir jetzt später drauf. Timbuktu macht eine Sache ganz besonders im Gegensatz zu den anderen Taschenherstellern. Man kann sich dort seine Tasche komplett selbst bauen. Also man kann die Farben designen, die Art des Stoffs wählen, die Art des Tragegurts wählen, die Art des Polsters wählen, ob man noch irgendwie eine extra iPod-Tasche haben möchte und so weiter und so fort. Die Tasche habe ich vor 5-6 Jahren von meiner Freundin zum Geburtstag bekommen. Ist so innen so wie LKW-Plane. Das ist jetzt nur ein Messenger-Bag. Die haben aber auch Laptop-Taschen und ich glaube, sie haben sogar Rucksäcke. Sind super cool. Wie gesagt, ich wollte halt damals diese Farben haben, die man jetzt hier schön sehen kann, blau, orange, blau. Man kann aber jedes dieser einzelnen Dinge individuell gestalten. Es geht von
Camouflage über Pink bis Leopardenmuster. Also alles, was man sich an Geschmacklosigkeiten vorstellen kann, kann man sich dort bauen lassen. Das Messenger-Bag hat jetzt nicht wahnsinnig viele Taschen, es hat eine Haupttasche. Da geht ein Notebook rein, das steckt man sich zum Beispiel in den Sleeve, deswegen halte ich da vorne den Sleeve drin. Dann ist vorne aber trotzdem noch genug Platz, dass man eine Spiegelreflexkamera reinbekommt oder Kabel ohne Ende und so weiter und so fort. Die Tasche hat sogar ein SIM-Card-Removal-Tool drin. Nicht schlecht. Cool. Und ein Metallring. Seht ihr mal, was da alles reingeht. Nicht schlecht, oder? Und es gibt innen halt noch so ein paar, also ein paar Innentaschen. Auch hier gibt es irgendwo so ein Ding, das man hier beim Tino in die Ohren einklinken kann. Oder man kann natürlich einen Schlüssel dranhängen. Also wie gesagt, nicht so wahnsinnig viele Taschen. Die Notebook-Tasche, die hat nochmal extra gepolsterte Compartments. Die Dinger sind allerdings auch wieder nicht ganz billig. Also diese Tasche, so wie sie jetzt ist, zusammen noch, ich glaube, ich hatte damals noch so eine iPod-Tasche für die Brust, kostet schon ungefähr 100 Euro oder 100 Dollar sind es, glaube ich. Es gibt sie auch in Deutschland, ich glaube, beim taschenkaufhaus.de. Ansonsten kann man sie auch direkt beim Hersteller bestellen. Und wie gesagt, komplett selbst einrichtbar. Wenn man sie sich umhängt, ist da noch normalerweise so ein, das ist ja eigentlich so ein Fahrradkuriertasche. Es gibt hier noch irgendwie so eine Schnur, die man sich hier rüberbinden kann, damit die Tasche nicht rumfliegt. Nicht schlecht. Ja, also wenn die Tasche ein bisschen individueller haben möchte als nur von der Stange, der ist mit Timbuktu recht gut bedient. Ja, soweit, so gut. Nicht schlecht. Also ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon aufzeichnen. Aber ich glaube, wir sollten demnächst mal zu einem Ende kommen. Kann mir der Operator mal kurz sagen, wie lange wir schon vor der Kamera stehen? 36 Minuten. Oh. Also sind wir fast perfekt in der Zeit. Bisschen 6 Minuten drüber. Also, wir wollen noch mal ein kleines Resümee machen, was wir uns heute angeschaut haben. Wir haben uns unterschiedliche Bags angeschaut und Rucksäcke. Das eine waren zwei Bags von, ein Rucksack und eine Tasche von Book. Drei sogar. Zwei Taschen und Rucksack. Oh, aber hallo. Und ja, persönlich kann ich sagen, egal welche Notebook-Tasche ich heute gesehen habe und welche Notebook-Tasche ich auch benutzt habe oder Rucksack, von der Qualität her überzeugen sie eigentlich alle. Und es war auch kein einziges dabei, das irgendwie schon nach einem halben Jahr angefangen hat, sich aufzulösen. Also wir haben tatsächlich zum Teil halt Taschen genommen, die wir schon seit langer Zeit kennen. Und wir haben halt mit Book Taschen genommen, von denen wir, also ich benutze zum Beispiel von Book schon seit Jahren diese Laptop-Cover und ich weiß von denen, dass die qualitativ sehr, sehr hochwertig sind. Und die Tasche, die der Gerrit hatte, war ja zum Beispiel kein Testmuster. Die hat er sich ja vor eineinhalb Jahren schon gekauft und sie sieht noch ziemlich neu aus. Also es ist jetzt nicht so, als wäre die wahnsinnig abgetragen. Was war so dein Favorit? Also mein Favorit, das kann ich ja ganz offen sagen, mein Favorit ist die Tech 21 Pro Backpack. Das ist einfach großartig. Ich mag das nicht, wenn ich so riesen Rucksäcke anhab. Einfach da fühle ich mich dann immer so ein bisschen nach hinten verlagert. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich zu wenig Gegenballast habe. Genau, darauf wollte ich, weil mir geht es genau andersrum. Ich finde große Rucksäcke toll, weil da viel reingeht. Ich habe das Gegengewicht, das ist also kein Problem. Mein Favorit ist der Boa Flow von Book und ja, wenn solltet ihr eine von diesen Taschen euch zulegen wollen und ihr wollt uns ein bisschen unterstützen, dann geht auf unserer Website in die Shownotes. Da findet ihr Links zu den Produkten auf Amazon über, also Amazon Affiliate Links. Da kriegen wir ein paar Cent ab. Die Taschen sind dann nicht teurer oder irgendwas, sondern Amazon drückt uns einfach ein paar Cent ab und dann werden wir reich und berühmt. Total. Super. Yay. Ja, so viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind Digital Upgrade und ihr wurdet upgegradet. Jetzt kann der Abspann laufen und du hast es geschafft. Nicht ja! Schlecht. Ich kann mich ja 36 Minuten lang darauf einstellen. Ist nicht großartig? Es ist gut, dass wir keine Kamera hinein. Hinten ist so ein riesen Banner, wo dieser Satz draufsteht, damit der Tino das lesen kann. Und da sind so Frauen mit so Puscheln, so Cheerleader, die immer drauf zeigen, damit er das ja nicht vergisst. Damit ja. Er das nicht vergisst. So ist es hier. Ja. Oh, 36 Minuten, mir tun die Füße schon weh. Aber ne, gut so. Ich möchte die nächste Tasche, die ich mir kaufen möchte, bitte auch, dass ein SIM-Card-Removal-Tool dabei ist. Das ist nämlich der offizielle Begriff jetzt dafür. Früher hat man noch Klammeraffe dazu gesagt oder. Ich glaube, das ist aber zu dick für die SIM-Card-Removal. Ich habe alles dabei. Noch. Oh, das geht nicht. Das ist auch auf die falsche Seite. Ja, das ist ja auch ein Advanced-Tool. Das geht nicht.
Das war wahrscheinlich für das Demo-Modell, wo man noch durch den Bumper stechen musste, um das Schirmmobil rauszukriegen. Wahrscheinlich. Gut, wir können gar nicht mehr so viel Quatsch, wie der Tino vorhin mit dieser Bucktasche gemacht hat, so viel Quatsch können wir nachträglich gar nicht mehr reden. Deswegen würde ich sagen, das war's. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nicht schlecht. Oh Mann. Ich hab die auch angeboten. Ganz ehrlich, diese Tasche.